Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Ihr aber, fragt Jesus seine Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Liebe Brüder und Schwestern, welch eine Freude, wenn wir wissen, mit Petrus, wer Jesus in Wirklichkeit ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wie werden wir mit dieser Offenbarung, mit dieser Wahrheit dann umgehen? Jesus sagt zu seinen Jüngern zunächst, schweigt darüber, sagt nichts, so als ob er sagen wollte, lasst diese Wahrheit in euch groß werden, stark werden. Lasst durch diese Wahrheit eure Beziehung zu mir stärker werden. Und darum geht es in einem allerersten Schritt, aber auch immer wieder geht es darum, dass wir unsere Beziehung zu Jesus stärken und mit ihm verbunden bleiben, wie die Rebe mit dem Weinstock, sodass wir viele Frucht tragen, dass diese Frucht den Vater im Himmel verherrlicht. Wie werden wir mit dieser Wahrheit umgehen? Wird Jesus uns dann das Wichtigste sein? Werden wir ihn über Dinge, über Menschen, ja sogar über uns selber stellen? Gibt es irgendetwas, was Sie in unserem Leben noch vorziehen werden? Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist das Leben. Und ohne ihn können wir nichts tun. Und ohne ihn haben wir kein geistliches, kein Leben in der Fülle. Möge der Herr uns seine Wahrheit offenbaren und möge er in uns die Freundschaft, die Jüngerschaft zu ihm stärken. Darum bitten wir auf die Fürsprache Mariens, der Mutter Jesu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.